Hallo und herzlich willkommen. Heute, Freitag, will ich von Ennepetal-Förde über Meininghausen, der Kehr, Richtung Schwelm, aber vorher nach Ennepetal-Oelkinghausen, von Oelkinghausen auf die Bundesstraße 483 Richtung Rade vom Wald, von da aus Richtung Heilenbecker Talsperre, Rüggeberg, von Rüggeberg zur Ennepetalsperre, von der Ennepetalsperre zurück nach Brickerfeld, Ennepetal-Oberbauer und dann über die Kleinbahntrasse nach Ennepetal-Förde zurück zu meinem Ausgangspunkt. Ja, wenn ihr euch überraschen lassen wollt, kommt einfach mal mit. Die rote. Ich bin jetzt hier auf Ennepetal-Oelkinghausen. Da komme ich her. Der 483.
Hintergrund kann man Rüggeberg schon sehen. Ja, ich wollte es eigentlich nicht glauben, was der Björn mir erzählt hat. Ja, und zwar, dass man um die Hallenbecker Talsperre nicht mit dem Fahrrad fahren darf. Aber ich sehe es selber, was mich eigentlich wundert. Aber gut, muss man akzeptieren. Dann fahre ich weiter nach Rüggeberg. Das ist die Hallenbecker Talsperre und ich muss sagen, dafür, dass es die letzten Tage so trocken gewesen ist, ist die verdammt voll. Also noch gut Zulauf. Schön! Und Fische kann man auch sehen. Und schon wieder ein Ehrenmal der Gefallenen von den Weltkriegen. Ja, das ist der Dorfplatz vom Höhendorf Rüggeberg. Ist schön hier. Und der Fuchs darf nicht fehlen. Das ist der Weg von Rüggeberg zum Landhaus Filde. Hui, jetzt muss ich auch ein bisschen aufpassen hier. Ja, ich bin hier am Landhaus Filde
von Rüggeberg angekommen. Ist schön hier. Kann man toll Waffeln und Schnitzel essen. Hier an der Ennepetalsperre angelangt. Mal gucken, ob ich da einmal rundherum komme. Ich bin jetzt hier hinter der Ennepetalsperre auf dem Privatweg, den man befahren darf. Schöne Aussicht von hier. Richtiger Weitblick. Ist auch ein schöner Ausblick auf die Ennepetalsperre. Ja, der Weg ist auch nicht so ganz ohne. Ja, das war mal wieder das Vorstaubecken von der Ennepetalsperre. Da oben bin ich gerade gefahren.
Ja, das ist das zweite Vorstaubecken. Aber sehr klein. Da ist das von dem Hauptstrom schon größer. Ich bin jetzt hier kurz vor dem Anstieg nach Breckerfeld. Ja, mal langsam angehen lassen. Blick auf Altenbrecker Feld. Ja, da hinten kann man den Wengeberg sehen. Die höchste Stelle vom Ennepe-Ruhr-Kreis. 442 Meter. Jetzt hier zwischen Breckerfeld und Elle. Auf der Kleinspurbahn. Schön hier. Thank you.
bisschen Zwiebel gespielt und habe eine Haut ausgezogen. Ach, es ist warm heute. Schön. Ich bin kurz vor Ennepetal-Förde und